Es geht ganz offensichtlich abwärts und zwar nicht nur hier mitten in Tokio Shibuya, sondern auch an den Märkten und das sehr, sehr deutlich. Wir haben eine sehr steile Abwärtsbewegung aktuell im Markt und zwar nicht nur beim DAX, sondern auch bei den anderen Indizes und nicht nur das, auch Euro geht runter, auch das Rohöl geht runter. Rohöl für viele ja so ein bisschen ja an die Wirtschaft gekoppelt und deshalb auch ein bisschen ein Indikator. Sprich, wenn es wirklich insgesamt nicht so toll aussieht, dürfte die Nachfrage zurückgehen und na, ob das immer der Zusammenhang ist, ich weiß es nicht. Aber trotz alledem, häufig wird das dann tatsächlich so gesehen. Insgesamt kann man aber sagen, der Markt aktuell nach unten. Dow Jones 1%, Nasdaq, S&P, der DAX ca. 1%. Beim DAX könnte man auch sagen, liegt das vielleicht am IFO-Geschäftsklima-Index, denn der ist heute nicht nur schlechter als erwartet. Eigentlich waren die Erwartungen von einem Anstieg ausgegangen, sondern sogar schlechter als zuvor. Also eine doppelte Klatsche sozusagen. Und dementsprechend nicht unbedingt die beste Voraussetzung für steigende Märkte. Und der Markt hat sich das gleich zu Herzen genommen und hat gesagt, dann gucken wir mal, was da geht. Damit hat der Markt aktuell, zumindest im Deutschen, gezeigt, dass er eben tatsächlich sehr volatil ist. Woran sieht man das? Die Aufwärtsbewegung sehr, sehr steil, die Abwärtsbewegung sehr, sehr steil in beide Richtungen. Man hat noch nicht so richtig einen Plan, wo das Ganze hingeht. Insgesamt im Großen könnte man sich das noch zurecht wünschen, sage ich jetzt mal, indem man sagt, naja gut, diese wackelige Spanne, die ist leicht fallend, wenn er nach oben nochmal ausbricht, wäre das ein gutes Zeichen. Ich habe die 14.000 und ein bisschen drüber sogar schon mal als ein mögliches Ziel nach oben genannt, aber ob das tatsächlich so kommt, das werden wir noch sehen, denn im Moment ist vom Bullish erstmal gar nichts zu spüren. Jetzt ist es dementsprechend wichtig, ob der Markt irgendwie mal Stärke nach oben wieder aufbaut, also das Ganze konterkariert mit einer starken Gegenschubbewegung. Oder ob es nur was Wackeliges dann eben wird. Was Wackeliges hatten wir zum Beispiel beim Euro gegen den US-Dollar. Also wer da noch auf der Suche ist, der hat da vielleicht etwas mal drauf zu gucken. Das ist allerdings schon Geschichte. Da sind wir theoretisch schon short getriggert. Aber zum Augentraining, sage ich mal, kann man das vielleicht noch mal nutzen, um ein bisschen eine Idee zu haben, wie das Ganze aussehen könnte. Beim Nasdaq ist das noch ein bisschen in der Zukunft, also vielleicht noch ein Trade, vielleicht haben wir die Gelegenheit, das im Trade des Tages, ich will es noch nicht versprechen, aber zu bringen, aber es wäre zumindest mal denkbar, deshalb die konkreten Marken da lieber nachgucken oder selber im Markt erfahren, wer schon länger mit dabei ist, der weiß ja schon ungefähr, worum es geht und wer mehr Hilfe und Input braucht, wichtiger Hinweis, Trade to go, einfach mal anmelden, man kriegt Nachrichten aufs Handy, ich habe es gerade eben verschickt für all diejenigen mit ganz konkreten Einstiegsmarken, wer sagt, das ist klasse, mal so eine Nachricht zwischendurch aufs Handy oder eben für zu Hause, man kann ja auch WhatsApp und Telegram auf dem Computer starten, das heißt, man hat dann die Nachrichten dann, wenn sie passieren. Aber nichtsdestotrotz, selber mal drauf gucken, tut natürlich auch ganz gut. Ansonsten, Euro hatte ich eben erwähnt, beim Gold könnte es eventuell in die umgekehrte Richtung gehen. Da haben wir nämlich den Schub nach oben, klar, alles flüchtet jetzt irgendwo hin, das Geld muss ja irgendwo liegen. Und da ist der Goldkurs im Moment zumindest mal optisch angestiegen, auch wenn er noch immer in der Seitwärtsrange so leid der 1600er Spitze ist, oder etwas drüber waren wir ja schon. Immerhin ja schon mal ein ganz gutes Zeichen, sagen wir mal so. Und jetzt ein bisschen wackelig runter, vielleicht ebenfalls nochmal eine Chance hier in den Markt reinzukommen. So, damit bin ich auch schon fast am Ende. Terminlich heute nicht wirklich was geboten. Das ist montags klassisch. Der IFO-Index, den hatte ich schon erwähnt, der ist ja schon Geschichte. Alles andere soll der Markt heute selber können. Drücken wir ihm die Daumen, dass er es richtig macht und vor allen Dingen, dass wir es als Händler richtig machen. Dafür drücke ich uns allen die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.